Geht direkt mal PDK Sport rein, weil es direkt hier unbegrenzt. Und dann kommt auch direkt ein LKW. Willkommen hier aus dem GT4. Wir sind gerade auf dem Weg zu unserer nächsten Reise. Dieses Jahr ist ja wie gesagt so das Jahr meiner Traumerfüllungen. Und wir sind jetzt auch schon direkt auf dem Weg zum nächsten. Nämlich, ich wollte schon seit vielen Jahren unbedingt mal aufs Goodwood Festival of Speed nach England. Und dieses Jahr haben wir es tatsächlich geschafft. Und nicht nur das, sondern wir machen einfach noch einen Roadtrip im GT4 dorthin. Ich gebe ehrlich zu, der Morgen war tatsächlich ein bisschen anders verlaufen, als ich geplant habe. Denn eigentlich haben wir eine Kolonne von um die 6 bis 8 ganz besonderen Autos, wo wir hochfahren wollen. Kein Witz, es war genau das gleiche wie vor meinem Event. Irgendwie von solchen Tagen passiert immer irgendwas komplett Blödes. Heute Morgen zum Beispiel ist einfach mein Portemonnaie weg gewesen. Wir haben 4 Leute über 2 Stunden lang das Teil gesucht. Oben in der Firma, in den Autos, überall. Und dann sind die Jungs natürlich schon losgefahren, weil sich das alles so ein bisschen gezogen hat. Da lag einfach in irgendeinem Papierkorb von dem Schreibtisch. Fragt mich nicht, wie der dahin kam, weil ich war nicht mal ansatzweise in der Nähe davon. Und auf dem Papierkorb lag noch oben drauf mehrere Pakete. Deswegen haben wir da nicht gleich hingeschaut. Also wirklich komplett strange. Wirklich. Und ja, deswegen fahren wir jetzt gerade alleine. Wir müssen da so ein bisschen Zeit gut machen. Und ja, laut Navi haben wir jetzt noch um die 550 Kilometer, 5,5 Stunden, bis wir dann in Calais, Frankreich angekommen sind. Von da geht es dann in den Eurotunnel, rüber nach England. Und dann geht die Epischkeit, was sagt man da, so lacht. Hinter der Kamera natürlich wieder die Denise, die mit dabei ist. Sag mal hallo. Hallo. Ja. Ich kann ja jetzt schon sagen, ich hole dich diesmal noch mehr dazu. Gell? Also ich glaube, die Leute feiern es auch tatsächlich, weil ich immer versuche es ja so anzusehen. So ein riesen Fan vor der Kamera, aber da muss jetzt durch, das ziehen wir durch. Deswegen, ich freue mich, ihr könnt ja nicht vorstellen, wie sehr ich mich freue, weil das ist ja wirklich so das Auto-Festival-Event eigentlich so überhaupt, ne? Kann man ja wirklich sagen. Ne? Was ich jetzt schon von Bilder gesehen habe, was da abgeht, das kann unglaublich werden. Deswegen, ja, laufe ich mal nicht so viel, jetzt heizen wir mal hoch und dann melde ich mich oben am Train. Meilenstein für den GT4 bricht an, nämlich die 30.000 Kilometer, Leute. Boah, wie krass. Ey, also wirklich, 30.000 Kilometer auf dem GT4, ich glaube, das sieht man auch nicht so allen Tagen. Ich meine, wir sind jetzt über 25.000 in ein bisschen mehr als einem Jahr gefahren, was ja auch schon echt ein Brett ist. 30.000, also echt nicht gedacht, ehrlich gesagt. Ich hatte schon vor, viel damit zu fahren, aber ehrlich gesagt, dass es so schnell geht, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Gut, aber wie gesagt, dafür sind sie da. Bisher nie Probleme gehabt, also wirklich toll, 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 toll. Und dann würde ich sagen, weiter auf die nächsten 30.000. Und hallo Luxemburg. Und weiter geht's nach Belgien. Guck mal da, zack, perfekt. Das heißt, heute durchqueren wir wieder Deutschland, Luxemburg, Belgien, Frankreich und final dann England. 5 Länder in ein paar hundert Kilometer. Das ist eigentlich schon crazy so bei uns, gell? Verkehr läuft immer noch gut, aber wenn es 400 Kilometer noch vor uns, dann gehen wir da Gas. Okay, und da sind wir in Frankreich, in Calais, glaube ich, spricht man das aus, in der Nähe vom Eurotunnel. Das kommt mir relativ bekannt vor in den ganzen Schmie-Videos, weil der Kerl das ja gefühlt jede Woche eigentlich macht. Jetzt gucken wir mal, jetzt haben wir mal davor, ich habe gerade schon die Info bekommen, dass die Jungs aufgesplittet wurden. Jetzt hoffen wir mal, dass wir irgendwie in einer der Waggons da irgendwie reinkommen, weil, wie gesagt, die Aufsplittung bedeutet 40 Minuten Delay jeweils. Deswegen checken wir das jetzt mal da vorne, wie man sieht, jetzt quasi so der Entrance. Alles ein bisschen Neuland für uns, aber ich denke, das kriegen wir hin. Wir haben es geschafft, Leute, final. Jetzt, wir sind in Calais, der Zug geht in ungefähr 2 Stunden und wir sind jetzt auch endlich vereint mit der kompletten Truppe. Ich sage, so schade, dass wir jetzt nicht die gemeinsame Tour hochgemacht werden, aber es ist überhaupt kein Thema, weil ab jetzt sind wir wieder vereint. Können wir zumindest in England alle gemeinsam fahren.
Und deswegen gehen wir mit dieser mal kurz drüber, weil ich meine, natürlich muss es wieder um Autos in diesem Video gehen. Hier nebendran mein Kreide-Double als 992 GT3. Wunderschön, ebenfalls aus Karlsruhe. Dann haben wir ja noch den Carsten im 991.1 GT3. Martin, immer noch dieses Auto. Ich kann dir nicht sagen, jetzt guck mal, wenn du den mal anschaust, er ist ja eigentlich nicht so krass besonders, aber er ist einfach on point. Martins GT3 RS. GT Silber, einfach diese weißen Akzente mit den goldenen Felgen. Keine Ahnung, der ist einfach bombastisch geil. Ich liebe den wirklich. Ne? Es ist in allem einfach perfekt. So, neben dran haben wir noch einen weiteren 991.1 GT3 RS. Dann noch 992 GT3 der Frankie ist wieder mit am Start. Antrieb im SLS. Und noch ein 488 Spider. Und ja, das wird natürlich schon spannend. Hier sind natürlich überall Leute am Fotografieren und so weiter. Das ist echt brutal. Freut es auch echt da zu sein. Die Jungs sind auch schon drin. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir mal rein, sagen mal allen Hallo und geht's auch gleich weiter. Okay, wir haben Hallo gesagt, die Jungs sind jetzt auch schon direkt los auf dem Zug. Wir essen uns noch eine Kleinigkeit und dann geht's für uns auf. Weltweit. Hier haben wir jetzt so ein Le Shuttle, schau mal hier. Der wird jetzt quasi so aufgefahren, dann fährst du da einfach so drauf und dann da rein. Das ist eigentlich schon echt crazy, ne? Oh ey. Das ist jetzt auch genau. Ah ja, okay, geht. Man muss ja sagen, GT4 ist jetzt auch nicht allzu kriminell breit, also das funktioniert echt gut. Vor allem da vorne muss eine geile Line-Up sein, mit den ganzen GT3, GT3S, die Flügel hintereinander hier drin. Das ist schon cool. Da bleibst du jetzt im Prinzip drin, die 35 Minuten, kannst dann halt da sitzen bleiben oder raus oder wie auch immer. Und ja, läuft das. Ich glaube, wir parken schon. Ja. Es geht los, ey, was ein krasses Gefühl eigentlich. Da sitzt du einfach in der Karre. Geil. Ja, ab geht's. Echt Wahnsinn, Leute. So, da geht's ab. Adrian und Rox sind auch am Start, wie gesagt, im SLS. Und wir hier. Und es geht weiter. Der F8 startet. Ebenfalls der SLS. Und dann wir sagen mal auch noch ran. Alright. Es ging jetzt echt relativ schnell. Das hat sich jetzt gar nicht angefühlt mit 30 Minuten. Gefühlt irgendwie wie viel weniger. Also echt super chillo eigentlich tatsächlich. Wurde nur echt ein bisschen warm. Deswegen freue ich mich jetzt auf die Klima. Warum müsstest du eigentlich auch mal so einen Speed-Rekord aufstellen, oder? Oh Mann, wie geil! Unser Porsche 718 GT4 ist in England. Guck mal hier allein schon die Natur, das ist ganz, ganz anders. Oh. Wahrscheinlich sieht man es jetzt relativ schlecht, ne? Aber diese Flügelarmada da vor uns. Oh. Viel geiler als alleine fahren. Ne? So, und jetzt fährt der Martin mal vorbei. Alles, weißt du, alle im Griff, naja, direkt schon verkackt eigentlich, ne? Werd vor gleich verhaftet. Schau ja aus, aber wo wollen die denn hin? Denken jetzt die dummen Deutschen. Und dann musst du jetzt erstmal alle Schlösser öffnen. Wahrscheinlich ist das Ding schon seit 30 Jahren nicht mehr aufgemacht oder so. Kaum kommen wir an, schon ist hier wieder Ausnahmezustand. Ja, gut. Zweiter Versuch. Andersrum in den Kreisverkehr reinfahren. Was ist das? Fuck, ist das ungewohnt, ey. Oh mein Gott. Ich hoffe, das klappt. Boah, ist das ungewohnt, ey. Leck mich. Geil. Aber echt eine Experience, Leute. Guck mal, hier, diese Dinger dann, die sind alle gleich, ne? Ja, da links über die drei. Passt gerade so das Auto in die rein. Und fertig. Guck mal hier. Gerade so passt da so ein Kleinwagen in die Einfahrt rein. So, nach deinen zwei könnt ihr rüber, aber da kommt noch ein Honda. Kulturschock. Aber genau deswegen habe ich das auch gemacht, hier hochzufahren. Und nur dann erlebst du es irgendwie auch. Aber wie gesagt, auch in deinem Auto, finde ich, hat das immer so diesen ganz speziellen Charme. Aber müssen wir unbedingt noch ein paar Bilder machen, ey. Nein, ist das geil. Guck mal hier, siehst du da diese kleinen Ortschaften und dann die Autos da entlang. Ist das cool. Wir sind
Und da, guck mal, jetzt hier, den GT3 ist mit der Reise. Boah. Boah, ist das schön. Guck dir das an. Nein. Ich habe ja keine Ahnung, wo wir, das hat ja alles Martin gebucht, deswegen. Das ist alles auch zum ersten Mal. Aber das ist ja mein Bild. Guck mal, das ist so. Wow. Teich noch hier. Nein, ist das cool. Boah, freue ich mich, wenn jetzt gleich noch alle Autos nebeneinander stehen. Das muss ein mega Bild geben. Guck mal hier die Enden. Nice. Geil. Können wir unbedingt gleich chillen. Das ist schon hart cool. Alright, Leute, jetzt würde ich sagen, ziehen wir mal ein Resümee vom heutigen Tag. Wir sind gefahren. 823,4 Kilometer in 9 Stunden 12 bei einem Verbrauch von 9,5 Liter. Das ist halt schon mal krass, ne? 9,5 Liter ist ja wirklich absolut in Ordnung. Ich meine, wir sind auch echt viel durch andere Länder mit 120 geeiert. Ja, deswegen overall guter Verkehr. Jetzt haben wir eine wunderschöne Location, jetzt haben wir es neben dem SLS da. Hinten packen doch die weiteren Leute. Super geil. Checken wir mal ein und dann gucken wir mal, was noch so geht. Und hier haben wir jetzt die komplette Crowd, jetzt geht's gleich weiter zum Essen. Hier einmal Frankie. Ich hab schon zwei Paar. Immer wieder, das ist immer wieder der Hit. Aber Martin, komm, einmal wenigstens zu vorne schauen. Hi, servus. Martin Oppinger, Veranstalter von Casino Gang. Auch jetzt wieder hier Veranstalter von dem Event, kann man nicht wirklich sagen. Du hast nee, wir haben alles organisiert. Ich halte die Truppe zusammen. Das ist meine Aufgabe. Freust du dich auf morgen? Unbedingt. Warst schon mal da? Wir waren auf dem Revival vor 2 Jahren und ich war echt überrascht von den Dimensionen, die Goodwood bietet. Und morgen, wenn wir. Ja, es wird ein komplett anderes Event, okay. Aber natürlich, wie gesagt, ein halber Event, was da unterwegs sein wird, wir werden alle geflasht sein. Okay, wird geil. Wir sind jetzt morgen früh los. Alright. So, die Autos sind geparkt. Jetzt würde ich sagen, nehmen wir uns mal so ein bisschen Zeit, etwas genauer die Autos anzuschauen. Hier wieder begonnen bei Alex 901.1 GT3 RS. Na, wenn wir mal schauen, allein schon diese Carbon-Louvers, was ja relativ selten beim GT3 RS zur damaligen Zeit quasi war. Hier mit der PCCB, dann natürlich die Voll-Carbon-Schalensitze, den Bügel, Lederpaket, den Carbon. Also der ist eigentlich volle Rutsche, alles drin. Super cool, noch mit ein paar Tech-Upgrades wie Abgasanlage und Lenkrad. Daneben dran Kreide 902 GT3. Hier kommen wir zum TAG Heuer Emblem, ja, ziemlich cool. Kreide ist halt einfach eine Farbe, die immer geht. Dann wir natürlich mit dem 718 GT4. Ach komm, wie gesagt, wir haben ja gesagt, genauer, da müssen wir genauer gucken. Also, Vollcarbon, Bügel, Leder, Carbon, alles am Start. Geiler Scheiß. Rote Akzente und graue Nähte. Wie gesagt, 718 GT4, PCCB, Kreide, gelbe Akzente hier, natürlich auch innen, Clubsportpaket, Carbon, allem drum und dran. Martins, oh, das ist einfach für mich das schönste Auto. Nochmal, ich habe schon den ganzen Tag davon geschwärmt, aber jetzt nochmal. Ne? Ebenfalls eigentlich super ähnliches Spec, weil ich meine, der ist auch GT Silber drunter, die sind eigentlich sehr, sehr ähnlich. Der hat zum Beispiel jetzt hier noch Pepita Inlays, graue Nähte. Oh, ist einfach Bombe. Guck mal hier, diese Passage, ne, mit diesem 325, 30, 21 Zollrad, da sieht es halt echt babymäßig im Vergleich aus. Genauso natürlich auch der Flügel. Hier wieder Frankie 902 GT3, der so ein bisschen runtergedreht wurde. Vom Stance wirklich Bombe. Rote Akzente, sowohl natürlich die Bremssättel als auch innen. Carbon hier, Carbon da, allem drum und dran. Und zu guter Letzt jetzt in dem Part der 901.1 GT3. Viel, viel, viel Rennstrecke hat das Auto gesehen. Männermäßig Sturz, deswegen hat er jetzt auch noch für den Trip die 4S drauf gemacht, weil die Cup 2 durch die ganzen Roadtrips innen komplett platt auch waren. Ja, Backspec, alles am Start, foliert. Und da vorne auch noch weitere Autos. Moment. Aber das muss ich auch nochmal zeigen, oder? Wie sie da stehen mit dem Teich im Hintergrund. Oh. Ein Träumchen. Nein, schon der Innenhof hier ist ja wunderschön. Ne? Hier ist ja gerade vorhin noch so ein Pfau einfach entlang gelaufen. Hier haben wir überall Enten. Dann hier wieder Adrians SLS AMG Flügeltüre. Ah, dieses Auto sind wir tatsächlich schon 2019, bin ich mit ihm mal mitgefahren auf meiner allerersten Tour, wo ich den F-Type ganz frisch abgeholt hatte. Also wir kennen uns tatsächlich schon so ein bisschen länger. Na, innen drin hier. Verrücktes Spec eigentlich, ne? So cremefarbenes Leder, ne? Mit dem Dunkelbar. Man sieht es natürlich so ein bisschen schlecht. Finde ich auch ziemlich cool, dass sie so die Helme hinten reingemacht haben. Die sitzen wirklich bombenfest. Oder gemeint, es war reiner Zufall, dass es so gut gepasst hat. Auf Cup 2 tatsächlich auch. Sehr geil. Und der Typ lässt es auch echt kleben mit dem Ding. Halt wirklich ein Klassiker. Vergeht wirklich keinen Charme. Dann haben wir hier noch eine Lotus Elise. Ja, da hat wahrscheinlich gerade kein Dach mehr drauf. Crazy. Passt natürlich auch super hier zu UK. Und natürlich Money im 488 Spider. Hart cool, oder? Ah, guck mal, da ist er ja. Das ist schon echt super süß, den hier zu haben. Also wirklich.
Und ja, jetzt habt ihr schon mal die ersten Eindrücke hier von England bekommen. Morgen geht es dann richtig ab mit dem Festival of Speed. Ja, wir starten morgen auch relativ früh, 6.30 Uhr ist ja noch Zeitverschieben, also quasi 5.30 Uhr, wird schon relativ früh. Weil wir fahren tatsächlich noch eine Stunde, weil ja wirklich ringsherum alles ausgebucht war. Und dann bin ich wirklich gespannt, was uns erwartet, aber das kann eigentlich nur mega geil werden. Und das seht ihr dann im nächsten Video. Und jetzt auch schon mal vielen, vielen, vielen lieben Dank wie immer fürs Anschauen. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Lasst wirklich sehr gerne auch ein Abo da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Macht's gut und bis dann. Ciao.